Hallo und moin zusammen, hier ist euer Taschenfreak. Ja, heute geht's, ihr seht, Scheiben sind noch eingefroren, deswegen stehe ich noch auf dem Parkplatz. Heute geht's zur vorletzten Dienstreise des Jahres. Und ich habe heute dabei, natürlich zum Testen, ich versuche immer irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Dienstreise, Fototaschentest, wenn sich das ergibt, warum nicht? Also heute dabei, von der Fotoqueen geschickt bekommen, den Hello Lulu. Ja, das klingt wie ein schwedischer Porno, es ist aber eine Firma aus Hongkong, die Rucksäcke, Taschen, nicht nur Fotorucksäcke und Taschen, sondern auch andere Sachen herstellt. Den Sorel von Hello Lulu steht heute auf meinem Beifahrersitz, relativ voll gepackt. Und vielleicht finde ich nachher irgendwo mal ein Plätzchen, einen Rastplatz mit einer Bank oder sowas. Dann packen wir es zusammen aus. Ich fahre jetzt mal los und bis nachher. Ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt mal ein Mikrofon angeklipst und mach mal einen ganz kleinen Moment Kaffeepause. Hier ist unglaublich coole Sonne gerade auf dem Wald, nicht Waldparkplatz, auf dem Autobahnparkplatz. Und da steht auch schon mein Täschchen, um das es heute geht. Und das packen wir jetzt gleich mal zusammen aus, damit ihr so einen kurzen Eindruck davon bekommt. So, ihr Lieben, 0 Grad, heißen Kaffeebecher in der Hand, Waldparkplatz, Sonne. Super. Ich werde nur nicht lange ein Video mit euch hier drehen, weil es ist arschkalt und zwar am Arsch. Ihr Lieben, Hello Lulu. Tolle Marke. Vorhin schon erwähnt, klingt wie ein schwedischer Porno. Ist eine Marke aus Hongkong. Nylon-Rucksack. Kamerarucksack. Normale Rucksackgurte. Sieht super unscheinbar aus. Ist er das? Ist er das nicht? Ich würde sagen, ich zeige ihn euch mal. Er gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hat 2 Mankos, die mir nicht gefallen. Komme ich gleich dazu. Mir persönlich sind die Gurte einfach ein Stück zu kurz. Die könnten, klar, muss halt hier auch ein bisschen Volumen umladen. So viel länger sein, wäre top. Sind sie aber leider nicht. Und es ist ein Rucksack, der quasi zweigeteilt ist. Das heißt, das normale Fach für Daypack, was auch immer ihr mitnehmen wollt, und das Fotofach sind durch diese beiden Reißverschlüsse getrennt. Die sind auch ganz gut. Das, hier unten ist ein Foto-Insert drin, das gut 2 Kameras aufheben kann. Wenn man allerdings, und dafür ist der Rucksack gedacht, hier hinten auch ein 13 Zoll Notebook hat, kann man es jetzt nicht mehr knicken. Das heißt, man kommt jetzt eigentlich nicht mehr richtig ans Fotofach ran. Um also an das Fotofach ranzukommen, muss das Notebook raus. Und auch, ihr habt es gesehen, da ist ein Notebook und ein iPad drin. Wenn das hier raus ist, dann könnt ihr den Reißverschluss auch gerne wieder zumachen. Die sind übrigens alle echt mit so kleinen Knödeln hier versehen und lassen sich sehr, sehr gut öffnen und schließen. Und jetzt ist es überhaupt kein Problem, an das Innenfach ranzukommen, indem ihr das einfach nach hinten umklappt. Das muss man wissen, wenn ein Notebook drin ist, schwierig. Mit einer Zeitung drin oder mit nur dem iPad drin geht das schon besser. Wir packen mal schnell das iPad da nur rein. Und seht ihr dann, weil das Gerät einfach kleiner ist, ihr kommt jetzt weiter dran. Das heißt, ihr könnt jetzt den Deckel von dem Insert, was ich übrigens sehr cool finde, aufmachen und kommt so an eure Kameras ran. Also das ist etwas, was man wissen muss. Für einen schnellen Zugriff, wenn ihr den Rucksack auf dem Rücken habt, ist der nicht gebaut. Für einen schnellen Zugriff, wenn ihr einen harten Gegenstand im Notebookfach habt oder nennen wir es mal Rückenfach, dafür ist der Rucksack nicht gebaut. Wenn ihr hier allerdings nur eine Zeitung drin habt, ich hoffe, die passt jetzt rein, gehe ich aber mal von aus, die aktuellste Colorfoto heute früh aus dem Briefkasten holt und klickt das nach hinten. Jetzt hat die Zeitung natürlich einen Knick, aber hey, who cares, was soll's, das geht super. Dann kommt ihr auch ganz, ganz stressfrei hier an euer Fotozeug ran. Hier sind im Moment drin, in dem einen Fach, die G9 mit der Porträtfestbrennweite 1:2 Lichtstärke und auf der anderen Seite die, so aus, die Leica Q, und wie ihr gesehen habt, auch ohne große Stopfen passen hier super rein. Das Insert ist entnehmbar, ist hier in so einem Braun gehalten oder Bronze, Kupfer vielleicht sogar, wie auch immer, und hat so einen Faltdeckel. Das am Anfang dachte ich, ist ja bescheuert. Finde ich aber eigentlich gut, weil man kann dieses Fach hier oben, diesen Trenndeckel, mit einem Reißverschluss von oben aufmachen und hat somit auch von oben Zugriff auf das Fotofach, wenn man das möchte. Oder natürlich aufmachen, das Fotofach raus, dann hat man einen ganz stinknormalen Daypack, wo man über das Rolltop entsprechend auch drankommt. Also das funktioniert super. Den Deckel hier fand ich am Anfang ein bisschen blöd, muss ich aber sagen, ist eigentlich cool, weil er ganz schnell auf und zu zu machen ist. Nichts für eine Kirche oder für ein Standesamt aufgrund des Klettverschlusses, aber ich glaube, dafür ist es auch nicht der Rucksack für die Hochzeitsfotografen, sondern eher für die, die mal eine kurze Dienstreise, wie ich jetzt heute, machen oder die mal Wochenendausflug mit einer Kamera, mit einer Videokamera etc. pp. Machen wollen. Hier vorne finden wir einen abgedichteten, mit so einer Gumminaht versehenen
Reißverschluss an dem Frontfach. Hier ist jetzt von mir Portemonnaie drin. Da waren die beiden Handys, das, was jetzt filmt, und das Firmenhandy, die Earpods und so weiter. Also der tägliche Kleinkram, Taschenmesserchen und so weiter drin. Das Fotofach hatte ich euch schon gezeigt. Und dann finden wir an diesem Rucksack noch einfach, und das ist das Rolltopfach. Metall hier oben. Jetzt werden die Finger aber langsam kalt. Aufmachen und dann ist es mit einem Klettverschluss geschützt. Auch da sind wir wieder dabei. Es ist nichts für, der Rucksack ist nichts für Gegenden, die ganz leise und sein sollen, weil man hört es eigentlich immer, wenn man den Rucksack aufmacht. Hier an der Vorderseite finden wir noch einfach, das recht tief ist. Das hat auch entsprechende Fächer für Telefon. Mit der Gummihülle ist immer blöd, aber hier passt das Telefon gut rein. Hier passt auch noch ein Stift rein, Visitenkarten, Speicherkarten, Akkus, der ganze tägliche Kleinkram. Ist hier auch nochmal mit einem Reißverschluss schön geschützt und gar nicht so arg offensichtlich, weil er verdeckt ist. Und dann kommen wir in das Rolltopfach und da hole ich jetzt einfach mal raus, was da so alles drin ist. Und ihr werdet staunen, denn der Rucksack sah relativ smart aus. Hier drin sind eine Powerbank. Ein Mini-Stativ, das jetzt hier gerade hier vorne unter dem iPhone steht, aber das ist normalerweise in dieser Hülle drin, mit Handyhalterung, mein Headset-Täschchen, meine Speicherkarte, mein Täschchen, wo das Lavalier-Mikro, was hoffentlich hier super funktioniert, gerade drin verstaut ist. Hier ist drin 4 Akkus, 2 für jeweils eine Kamera. Hier ist drin noch eine Kamera, die LX100, Micro Four Thirds Sensor, sensationelle Kamera. Ich sehe gerade, wir haben super Helligkeitsschwankungen. Ich hoffe, dass das trotzdem für euch funktioniert. Ist mal ein Versuch eines Outdoor-Videos. Und hier ist auch noch drin eine Peak Design Tasche, MacBook-Netzteil, Maus, Kabel und so weiter. Das ganze Zeug, was man so braucht, wenn man jetzt mit den elektrischen Devices unterwegs ist. Und das alles in diesem unscheinbaren kleinen Rucksack. Modell Sorel, Marke Hello Lulu. Bezugsquelle PhotoQueen. Ich werde nicht bezahlt für dieses Video, habe ihn zum Testen geschickt, um ihn euch zu zeigen, um ihn euch zu präsentieren und habe mir gerne hier auf dem Rastplatz auf der Metallbank gerade vor euch den Arsch abgefroren. Ihr Lieben, es war ein sehr kurzes Video, ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ich hoffe, der Ton geht, ich hoffe, das Licht geht. Gebt mir ein Feedback, ich freue mich drauf. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie drunter. Vielleicht kommen noch ein paar Fotos, ein paar Clips. Ich bin heute den ganzen Tag bis spät in die Nacht wahrscheinlich unterwegs. Insofern könnte sein, dass noch die eine oder andere Aufnahme kommt. Bis jetzt sage ich erstmal Danke an die PhotoQueen, an die Britta, Hello Lulu, Sorel. Ich finde ihn ganz cool. Mir gefällt er. Unscheinbar und es passt relativ viel rein. Ihr Lieben, bis dann. Ciao, ciao. Also so eine Sitzheizung. Es ist die Erfindung schlechthin. Gerade nach so einem Take auf einer Metallbank bei 0 Grad.